So in etwa kennt man das Traditionsunternehmen, die Salzburger Sand- und Kieswerke. Beim Abbau von Rohstoffen, welche dann den verschiedensten Verwendungsarten zugeführt werden. Damit die Frontmaschinerie der SSK nicht zum Stillstand kommt, gibt es dahinter eine autarke Instandhaltung. Mit autark meine ich im Speziellen, dass keine externen Firmen oder Spezialisten beauftragt werden müssen, um die Fahrzeuge, Maschinen, Gebäude und Anlagen instand zu halten. Ja, es ist auch wichtig, dass wir autark sind. Also wir beliefern ja von der Kleinbaustelle bis zu der Großbaustelle alles, also auch bis zu den großen Tunnelprojekten. Und somit ist es für uns ganz wichtig, dass wir unsere Maschinisten, unsere LKW-Fahrer, dass die relativ schnell wieder in funktionsfähige Geräte sitzen, aber auch, dass die Anlagen gewartet werden und servisiert werden. Und deswegen haben wir eigentlich eine sehr schlagkräftige Instandhaltung. In der Firmenzentrale in Kasern sind rund 60 Mitarbeiter beschäftigt. Die gesamte Unternehmensgruppe beschäftigt in etwa 550 Mitarbeiter, wovon ca. 400 in Österreich beschäftigt sind. Aber wieder zurück zur schlagkräftigen Truppe der Instandhaltung. Die Abteilung ist fast so alt wie das Unternehmen selbst, also knapp 50 Jahre. Neben Elektrikern und Mechanikern gibt es auch noch die Schlosser. Wie fast alle Handwerksunternehmen kämpfen auch die Salzburger Sand- und Kieswerke mit dem Fachkräftemangel. Wie aber wirken die Salzburger dem entgegen? Also der Markt ist sehr angespannt. Man muss halt schauen, wo kriegt man die Fachkräfte nachher her. Wir schauen nachher teilweise, ob im Fuhrpark oder andere Mitarbeiter bei uns irgendwelche Fachkräfte drinnen sind, dass wir die aussuchen können und die anderen als Losbahnfahrer irgendwann anderen noch besitzen können. Das schauen wir halt teilweise, ja, so schlängeln wir halt durch. Aber am Markt selber gibt es nichts. Eine weitere Strategie ist, die notwendigen Fachkräfte selbst auszubilden. Das machen die Beton- und Schotterspezialisten seit Jahren erfolgreich. So wie Franzi Pillichsam. Die 18-Jährige ist im dritten Lehrjahr bei den Elektrikern. Die Schule war ihr zu langweilig und sie wollte Herausforderungen. Diese bekommt sie nun fast jeden Tag, denn ihre Aufgaben sind breit gefächert. Ja, man ist immer mit neuen Aufgaben natürlich konfrontiert. Man macht Lichtsteuerungen, man macht viel mit Motoren und es ist sehr abwechslungsreich. Man kommt immer an seine Grenzen auf jeden Fall, vom Denken her. Der Chef der Elektriker ist Markus Weiler. Im Unternehmen ist der Elektrikermeister seit 20 Jahren. Angefangen hat der Salzburger hauptsächlich mit Störungsarbeiten. Heute hat die rasante Entwicklung der Technik das Berufsbild stark verändert. Ja, weil sich die Technik einfach weiterentwickelt hat. Mehr Digitalisierung, alles mit PC, Steuerungen, SPS. Weniger Schutztechnik, also alles moderner geworden einfach. Bei den Schlossern führt der 28-jährige Georg Ramsauer das Zepter. Begonnen hat der Kuchler 2015 als Schlosser. Nach einem zweijährigen Ausflug zum Tochterunternehmen Moldern Baustoffe in seiner Heimat Kuchl ist Georg wieder retour in der Zentrale, als Führungskraft. Mit seinen damals 26 Jahren war Ramsauer der jüngste Abteilungsleiter im Unternehmen. Trotz seiner jungen Jahre hat der Tennengauer viel Erfahrung. Diese gibt er auch an seine Kollegen und an die Lehrlinge weiter. Das ist selbstverständlich bei uns, bei den Mitarbeitern, wenn ein Lehrbuhr da ist, dass wir die Erfahrung, was wir schon alles gemacht haben, dass man die weitergibt und Tipps gibt und dass es sich halt leichter tut, dass es lernt, weil die Berufsschule, da lernen sie halt viel Theorie und alles und in der Praxis nachher schaut es wieder anders aus meistens. Und da gehen wir halt alles Mögliche gehen wir mit, dass es leichter tut und dass er was lernt dabei. Bei den Mechanikern ist reger Betrieb. Und jeder einzelne Mechaniker ist gefragt. Der interne Zusammenhalt sorgt dafür, dass es nur wenig Fluktuation gibt. Das ist auch notwendig, um die mehr als 100 Fahrzeuge und zahlreichen Maschinen immer einsatzbereit zu halten. Das Thema Facharbeitermangel wird auch beim Schrauben mit der Lehrlingsausbildung kompensiert. Einsatzort der Mechaniker ist aber nicht nur in der Zentrale. Wir haben sehr viele Montagen, ja. Es sind ja viele Werke, und wo wir Baumaschinen zu betreuen haben. Und es sind weit über 100 LKWs, die auf die Straßen fahren. Und die können betreut, wenn sie einen Reifenplatzer haben oder eine technische Panne oder sonst was. Die Anzahl der langjährigen Mitarbeiter, der rege Zulauf bei den Lehrlingen und das gute Betriebsklima lässt einen schon vermuten, dass bei den Salzburger Sand- und Kieswerken vieles richtig gemacht wird.